So, Chapter. Accessing the story chart. Wir waren bei The Painter, ne? Dann sind wir jetzt bei Partners. 92%. Spill Hank's Drink. Ask for more time. He refuses. Ah, dafür müssen wir seinen Drink spillen. Ist das, was das Spiel mir hier sagen möchte? Ich glaube, ich werde das nachgucken, bevor ich am Ende falsch liege. Moment. So, auch hier will ich Credit geben und zwar an die Seite Power PYX. Ich habe also jetzt auch wieder den Chapter-Namen einfach eingegeben. Und wir müssen, um das jetzt zu erreichen, ihn aufpissen, dass wir halt hier rausgehen. So, die andere Sache ist hier. Aber da gucken wir dann. Ich würde jetzt erst einmal in front of the bar, damit wir wirklich alles mitnehmen. Das ist uns egal. Wir wissen ja schon, wo er ist. Sent by CyberLife. I looked for you at the station, but nobody knew where you were. They said you were probably having a drink nearby. I was lucky to find you at the fifth bar. What do you want? You were assigned a case early this evening, a homicide involving a CyberLife android. In accordance with procedure, the company has allocated a specialized model to assist investigators. Well, I don't need any assistance. Especially not from a plastic asshole like you. Just be a good little robot and get the fuck out of here. Ich bin auch immer überlegen, ob ich einfach bei diesen Walkthroughs jetzt still bin, damit ihr mehr vom Vibe des Spiels bekommt. Ihr wisst ja auch schon, was abgeht. Aber ich glaube, wirklich necessary ist es nicht. Ich glaube, ihr kommt eigentlich ganz gut mit, ne? Also, naja, deswegen guckt ihr auch ein Let's Play. Okay. Threaten oder persist? I'm sorry, Lieutenant, but I must insist. My instructions stipulate that I have to accompany you. You know where you can stick your instructions? No. Where? Never mind. Lieutenant Anderson, I must inform you that I intend to file a report on your behavior. I think we can go now. You little prick. I don't know what's stopping me from knocking you out. Your sense of duty, Lieutenant. And the cost of repairs if you damage me. For your information, I'm worth a small fortune. Wonders of technology. They could even program assholes these days. Gotta go. Duty calls. Ich habe übrigens nachgeguckt, wir können im Auto nicht warten. Aber wie er ihn angrinst. Es gibt ja nicht einen richtigen, ne?
No way. I'm coming with you. Listen, you really have to stop pissing me off if you want to make it through the rest of the night in one piece. Josh Douglas for Channel 16. Can you confirm that this is a homicide? I'm not confirming anything. Typical DPD. They don't tell us shit. Androids are not permitted beyond this point. It's with me. You don't talk, you don't touch anything, and you stay out of my way. Got it? Got it. Evening, Hank. We were starting to think you weren't gonna show. Yeah, that was the plan till this asshole found me. So, you got yourself an android, huh? Oh, very funny. Just tell me what happened. We had a call around 8 from the landlord. The tenant hadn't paid his rent for a few months, so he thought he drove by. So he was going on. That's when he found the body. Jesus, that smell. It was even worse before we opened the windows. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das riecht. For theft and aggravated assault. According to the neighbors, he was kind of a loner. Stayed inside most of the time. They hardly ever saw him. Well, state he's in. Wasn't worth calling everybody out in the middle of the night. Could have waited till morning. I'd say he's been there for a good 3 weeks. We'll know more when the coroner gets here. There's a kitchen knife over here. Probably the murder weapon. Können Sie also hier schon umgucken, ja? Nope. The landlord said the front door was locked from the inside. All the windows were boarded up. The killer must have gone out the back way. What do we know about his android? Ja, cool. The neighbors confirmed he had one, but it wasn't here when we arrived. I gotta get some air. Make yourself at home. Hab ich die alle schon gelesen? Warum geht das nicht? Ich bin zu unsanft, glaube ich. Das in welche Richtung man swiped, ist auch so richtig random. So, ich wollte mich ganz kurz konzentrieren, um alles zu lesen. So. Wir müssen eigentlich nur warten, ne? Each letter is perfect. It's way too neat. No human rights like this. Chris, is this written in the victim's blood? I would say so. We're taking samples for analysis. Seems our friend Carlos liked to party. Well, Chris, I want full analysis on the narcotics. Consider it done, Lieutenant. So, wir wissen natürlich schon, dass es alles hier ist, ne? Oh, Jesus, what the hell are you doing? I'm analyzing the blood. I can check samples in real time. I'm sorry. I should have warned you. Okay, just don't put any more evidence in your mouth. You got it? Got it. Oh, fucking hell, I can't believe this shit. Boah. Schon nasty. So, guckt sich eigentlich gar nicht weiter um. Erwarte nur, ne? Die haben eine ganz eigene Routine hier. Ich finde das mega gut. Selbst wenn man die eigentlich gar nicht beobachtet normalerweise. So, in 5 Minuten triggern wir das Event. Das cutte ich natürlich für euch. Get a move on. We don't want to be here all night. Don't worry.
No one wants to stay here a minute longer than they have to. Party. Wait, Lieutenant. I can't stay if you leave. Okay, das waren 3 Minuten. As much as it breaks my heart, this is where we part ways. I just need 5 minutes to finish my investigation. You spill a man's drink, you piss him off all evening, and you ask for a favor? Fuck you. Yay! Es tut mir so leid für my corner, my boy. I'm so sorry. Oh no, no, no. Oh no. Wir sind jetzt aber schon bei 100%, ne? Ah, okay. Weil wir wissen, wir haben nicht out of time, wir haben nicht herausgefunden, was passiert ist, oder wir wissen nicht, was passiert ist, deswegen. Ja. Gut. Bitte zurück ins Main-Menü. Accessing the story chart. Mhm. 52%. Oh. Ich glaube, das wird interessant. Warum sind die Kara-Dinger immer so explosive? Dann gehen wir mal rein. So, es sind für euch nur ein paar Sekunden vergangen. Ich musste hier gerade ganz kurz einen Schnitt setzen, aber ist ja kein Ding. Wir machen weiter und zwar, wir sind jetzt bei Stormy Night. Das ist das erste Chapter, in dem wir wirklich wenig in Anführungsstrichen durchgemacht haben bis jetzt. Was bedeutet quasi im Umkehrschluss, hier werden wir ein bisschen Zeit verbringen. Ihr wisst, diese Episode ist eine Stronger. Ich habe vorher keinen Disclaimer bei diesem Let's Play gemacht. Ihr wisst also eigentlich schon, was passieren kann. Es ist dramatisch. Ich muss mich aber auf einen Weg konzentrieren, denke ich mal. Ich habe auch festgestellt, wir werden, wenn ich mir hier vorne das angucke, diesen Weg hier. Es gibt wohl noch eine andere Möglichkeit auf Todd Kills Alice. Und zwar nicht nur, was ihr da oben ausgegraut seht, was bei meinem ersten Walkthrough passiert ist, nämlich Kara fails to become deviant. Da habe ich mich einfach nicht bewegt. Ich werde das nicht in diesem Let's Play wiederholen, weil es ist keine schöne Sache, sag ich euch ganz ehrlich. Es ist, du hörst sie. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Und es geht 5 Minuten oder so, in der das Spiel dir quasi die Zeit gibt, dich zu wehren. Und wenn du nichts machst, dann... Dir passiert in der Zeit nichts, aber du hörst halt die Kleine und das ist echt... Ich finde, das geht schon an die Substanz, aber, ne? Well, be it as it may. Es scheint hier noch eine Vorentscheidung zu geben und ich gehe davon aus, das kann hier eigentlich nur sein, wenn wir, meine Vermutung jetzt einfach mal wild guess, wenn wir reingehen bei Zuhause oder so. Und ich schätze mal, wenn wir irgendwie nicht alles sauber machen oder so, dann könnte das auch passieren. Aber das ist nur eine Vermutung. Wie man das hier freischaltet, weiß ich jetzt nicht. Und bevor ich jetzt wieder in die Komplettlösung reinschaue, würde ich erstmal gucken, dass wir die Sachen freiräumen für uns. Was haben wir hier? Reason with Todd. Wir können not reason with Todd machen. Dann hier go upstairs. Wir können wahrscheinlich take gun steht hier. Das ist eine Sache. Ich frage mich, ob eins der Enden wirklich ist, dass wir entkommen ohne die Kleine. Was scheiße wäre. Ich überlege. Ich glaube, das sollten wir sofort aus dem Weg kriegen. Also, ich probiere mal, was passiert, wenn wir nicht Alice versuchen mitzunehmen. Ob das überhaupt möglich ist. Und wir versuchen mal, to not reason with Todd. Mal sehen, wo uns das hinbringt. Ich bin sehr gespannt. Warum ist hier kein Sound? Moment, ich habe gerade keinen Ton vom Spiel. Ich habe gerade nur Ton. Ich muss
muss mal gerade ganz kurz was schauen. Ich habe gerade nur Ton von dem Controller, fällt mir gerade auf. Das kann ja irgendwie nicht sein. Das ist alles richtig. Kleiner Augenblick. Okay, keine Ahnung, was das war. Irgendwas hatte da nicht geladen. Egal. Wie gesagt, das Schlimmste in dieser Szene erspare ich euch. Das muss ich wirklich keiner antun. Das könnt ihr euch gerne auf YouTube mal angucken. Versuchen mal nicht mit Todd zu reasonen. Wir gehen mal. Machen? Ja, bestimmt. Wir können die Gun taken. Die nehme ich jetzt mal. Okay, er ist vor uns bei ihr. Diese Waffe sieht so riesig aus in ihrer Hand. That's an order! No! I want you to leave her alone. You want? What do you mean you want? What are you gonna do? You gonna shoot me? Is that it? Are you gonna shoot a human? You seem to have a problem. I think we need to fix that. Wir werden ihn nicht shooten. Das habe ich nämlich schon mal gemacht. Oder ich glaube, Sophia hat das gemacht in ihrem Walkthrough. Wir sind nicht zum Kämpfen gemacht. Ah, fuck, das habe ich nicht hingekriegt. Scheiße. Ich brauche ein bisschen mehr Platz hier. Ich vergesse das immer. Halt echt schon hart einstecken. Okay, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Ich habe nicht gesehen, dass das die Waffe ist. Egal. Wie gesagt, habt ihr das auch nochmal gesehen, ne? Okay, wir laufen. Können wir nicht zurückgehen? Nein. Können wir nicht. Aber immerhin verfolgt uns niemand. Auch wenn sie jetzt so guckt. Naja, zum Glück ist das Chapter nicht so lang. Ich schätze mal, wir können auch drauf gehen. Das müssen wir auch mal ausprobieren. Also ohne sie gehen scheint nicht möglich zu sein. Ich muss durch das Fenster bei ihrem Zimmer gehen oder müsste. Ich dachte kurz, wir könnten halt im Bedroom irgendwas machen, aber das geht nicht. Habe ich 0 Pluspunkte bekommen? Das kann nicht sein. Moment, hier. Reason with Todd. Ach so. Okay, ich muss es anders machen.
Kara becomes Devian, go upstairs. Take gun. Also wir sind quasi genau den Weg hier oben lang gegangen. Ja gut, wir werden das nochmal machen müssen. Und zwar hier oben, Reason with Todd. Wir müssen halt doch hingehen zu ihm. Ich dachte, wenn wir halt nicht hingehen, dann ist die Sache gut. Ne? Aber offensichtlich müssen wir da nochmal ran. Bin persönlich auch sehr darauf gespannt, was passiert, wenn wir Kara fangen. Als Connor, das ist ein Bereich, den ich noch gar nicht explored habe. Das verändert halt auch die ganze Geschichte. Na, die am Anfang sind noch relativ einfach abzufrühstücken. Die später, da muss man von langer Hand planen, was man freischalten will. Ich glaube, da macht es fast mehr Sinn, von hinten nach vorne durchzugehen. Okay. Cool. Dann, wir moven natürlich dennoch. Ist die Vibration im Controller eigentlich Massage für die Hände? Or random thoughts? Können wir die Waffe nehmen und ihn dann unten dingensen? Calm, determined. You should leave her alone, Todd. She... You stay out of this, or you'll be next. Alice! Aber wir haben jetzt gereasoned with Talk. Was ist, if we don't get up? Auch gute Frage. So viele Possibilities. Also, ja, die Situation ist furchtbar. Da haben wir schon drüber gesprochen. Aber... es ist nicht... ja, okay, ich kann auch nur da rein. Leave her alone. What the fuck are you doing? Get out of here. That's an order. You hear me? No. I want you to leave Alice alone. You want? What do you mean you want? You don't want anything. You're just a goddamn piece of plastic. Okay, ich gebe mich schon mal in Position. I think you got a problem. Oder pass auf, wir machen mal gar nichts. We need to fix that. Wir gucken mal, was passiert, wenn ich nichts mache. Boah. Jetzt wehre ich mich schon wieder. Das wollte ich ja nicht. Verdammt. Ich wollte den Controller mal aus der Hand legen. Das können wir doch nie im Leben überleben. Noch. Oh, wir haben jetzt Approaches. Das ist natürlich interessant. Push. Shield. Grab. Ich würde Shield sagen, oder? Ich mache wieder keine Quicktime-Events. Ich gucke einfach nur, was passiert. Okay, das hat nicht funktioniert. Push.